So, es geht mal wieder weiter am E12. Ich bin heute alleine hier, aber ich denke mal, das geht jetzt mit dem Film auch irgendwie. Und zwar mache ich heute die Roststellen, die wir letztes Mal gefunden haben, weg. Beziehungsweise fangen damit an. Kannst du noch mal kurz zeigen? Eine ist hier oben. Das ist aber auch nur oberflächlich. Und dann haben wir hier im Motorraum noch ein bisschen was gefunden. Das heißt, hier die Stelle. Die ist aber auch nur Oberfläche, so wie es aussieht. Hier ist leider schon durch. Und zwar war hier so eine Dämmmatte drauf, in dem Bereich. Deswegen hat man hier nichts gesehen. Die habe ich jetzt weggeschmissen, weil die eh total kaputt war. Und ja, das Problem ist mit der Dämmmatte, da ist immer Wasser dahinter anscheinend gelaufen und dadurch konnte der Rost halt hier schön blühen. Ja, und das hat man jetzt davon. Jetzt werde ich mal gucken, ich muss wahrscheinlich im Innenraum den Teppich wegbauen, damit ich hier die Stelle schweißen kann, weil da muss man natürlich schon schweißen. Die anderen Stellen werden wir einfach behandeln und dann neu lackieren und dann sollte das gut sein. Der Rest sieht soweit gut aus. Ja, weil mehrere gefragt haben, wie wir denn eigentlich Roststellen behandeln, habe ich hier mal alles zusammengestellt, was wir dafür benutzen. Und zwar werde ich hier Roststellen erstmal mit so einer Drahtbürstenaufsatz, also erstmal den groben Rost entfernen damit. Da gibt es verschiedene Varianten. Dann gibt es natürlich sowas hier. Entweder hier für die Flex oder halt hier für so einen Akkuschrauber. Funktioniert beides. Dann, wenn die Stelle nicht komplett durch ist, also dass noch keine Löcher drin sind, einfach Vertan drauf, also Rostumwandler. Wir benutzen da Vertan. Der muss so 24 bis 48 Stunden drauf bleiben. Dann man merkt auch schön die Farbe von dem Rost geht so ins Schwarze über. Und ja, dann haben wir den Rost soweit gestoppt. Und da kommt eine Rostschutzgrundierung drüber. Und danach Füller, Lack. Und dann sollte das wieder gut sein. Das Ventan kann man übrigens entweder in den Sprühkopf hier drauf machen. Dann sprüht man das. Wir machen das aber meistens mit dem Pinsel. Gerade bei so kleinen Stellen, da ist ein Pinsel das viel genauer und man braucht halt viel weniger auch davon. Wenn man natürlich Stellen hat, die durch sind, so wie da, dann muss es natürlich geschweißt werden. Da hilft auch kein Rostumwandler was, kein Rostumwandler mehr. Da muss man das natürlich großflächig ausschneiden. Da kann man die schadhafte Stelle einfach komplett wegschneiden und dann ein neues Blech einsetzen. Das ist natürlich mehr Arbeit, aber eine andere Möglichkeit besteht da natürlich nicht. Ja. Also jetzt werde ich die Stellen erstmal mit der Flex und dem Drahtbürstenaufsatz behandeln und dann schauen wir mal, wie es aussieht, ob das wirklich nur oberflächlich ist und dann machen wir schon den Rostumwandler drauf. So, ich habe jetzt die Stellen alle mit der Drahtbürste behandelt und ja, ist noch ein bisschen mehr geworden als vermutet. Also hier, das haben wir ja schon gesehen, dass hier ein Loch ist. Ich musste hier den ganzen Innenraum zerlegen, damit hier die Dämmmatte innen zu lösen. Das heißt, hier ist ein Loch, da ist ein Loch. Das heißt, jetzt werde ich den Bereich hier großflächig ausschneiden, neues Blech einschweißen. Der Rest sieht soweit noch gut aus. Überall ein bisschen oberflächlich hier, hier, hier war auch ein bisschen. Das muss man halt nur mit Rostumwandler behandeln. Hier, das ist auch gut soweit. Und da oben die Stelle ist auch ganz gut geworden. Ist zwar so ein paar Krater drin, aber auch von hinten, man spürt nichts. Das heißt, das Blech ist noch stabil. Wenn der Rostumwandler hier eingezogen ist, kann man nach der Grundierung, nach dem Füller eventuell noch ein kleines bisschen Spachtel drüber machen, damit es halt glatt wird, aber das Blech ist auf jeden Fall stabil. Ja, musste ich hier noch den halben Innenraum zerlegen. Ja, jetzt als nächstes werde ich das Blech zuschneiden und dann werde ich das einschweißen und dann ist der Motorraum wahrscheinlich auch, dann wird der Motorraum wahrscheinlich auch komplett lackiert werden, weil ja, die Spritzwand muss eh lackiert werden und da kann man direkt in einem alles mit drüber ziehen und dann ist der ganze Motorraum auch wieder frisch. Ja, so ist das halt. Man fängt an, will nur den Motor tauschen, im Endeffekt hat man die halbe Karre restauriert, aber ist ja immer so bei den alten Autos. So, ich habe jetzt schon das Blech eingeschweißt. Eigentlich wollte ich euch noch zeigen, wie ich das angepasst habe, aber
kann ich mal kurz darauf eingehen. Das ist der Teil, den ich rausgeschnitten habe. Wie man sieht, sehr stark angerostet schon, deswegen großflächig ausschneiden, sodass halt wirklich kein Rost mehr übrig bleibt. Von hinten sah es noch einigermaßen gut aus, außer die Stelle in der Mitte. Aber von außen, wenn man eh schon schweißen muss, dann so viel wie möglich von dem schlechten Blech wegholen. Ja, dann habe ich das. Dann habe ich mir Schablone gezeichnet und habe dann das Loch dann praktisch wieder. Da habe ich ein passendes Blech zugeschnitten und habe das dann auf Stoß eingeschweißt und jetzt ein bisschen geglättet, die Schweißnaht. Ja, der Rest wird dann bei der Lackvorbereitung geglättet. Ja. Ja, jetzt werde ich mit dem Rostmantel noch einmal kurz drüber gehen und dann kann die Karre jetzt für 24 Stunden mal stehen und der Rostmantel richtig einwirken. Ja, hier sieht man den Rossenwandler von Vertan, der ist ein bisschen bräunlich. Und den pinsel ich jetzt einfach hier drauf. So, wie man sieht, wird das jetzt so ein bisschen, ist das jetzt ein bisschen goldbräunlich, wenn es frisch aufgetragen ist. Und das soll dann im Endeffekt komplett schwarz werden, wenn die Umwandlung fertig ist. Ja. Jetzt muss das Ganze 24 bis 48 Stunden ungefähr einwirken und nach 2 Stunden muss man das Ganze nochmal ein bisschen befeuchten. Ganz leicht nur, weil das ein bisschen austrocknet und danach, wie gesagt, 24 bis 28 Stunden stehen lassen und danach kann das abgewischt werden, die Reste, die da bleiben und dann kann das nachbehandelt werden. Also sprich, Rostschutzgrundierung kommt dann drauf. Aber für heute ist erstmal Feierabend, ja, weil das Ganze muss jetzt mal stehen. Also sehen wir uns dann morgen wieder. So. Wie man sieht, hat der Rostmantel da jetzt ungefähr so 2 Tage eingewirkt. Das ist jetzt komplett schwarz geworden. Und wenn das komplett schwarz ist, heißt es, dass der Vorgang abgeschlossen ist. Und dann holt man einfach einen Lappen mit Wasser und dann kann man die Reste wegwischen. Und das ist dann praktisch das Ergebnis, das übrig bleibt. Wie man sieht, ist jetzt hier wirklich kein Rost mehr. Das ist jetzt alles umgewandelt. Und im Prinzip kann das jetzt auch so stehen bleiben für ein paar Wochen, ohne dass es wieder anfängt zu rosten. Aber als nächstes macht man dann jetzt natürlich Rostschutzgrundierung drauf und danach Füller und den weiteren Lackaufbau. Da wir aber jetzt noch den Motor nochmal reinhängen müssen für ein paar Anpassungsarbeiten, werden wir jetzt noch keine Rostschutzgrundierung drauf machen, sondern das erst nachher machen, wenn der Motorraum eh lackiert wird. Weil eventuell müssen wir noch ein paar Halter anschweißen oder sowas. Dann muss man eh halt nochmal grundieren. Dann geht das alles in einem. Ja, dann war es das soweit. Beziehungsweise hier sieht man noch, wo es dann halt, wo kein Rost war, sieht man dann hier. Das ist natürlich nicht schwarz geworden, da wandelt nichts um. Und hier, wo die rostigen Stellen waren, das ist dann schön schwarz geworden. Daran erkennt man halt wirklich, dass der Vorgang erfolgreich war. Hier so ein Video mehr so blau aus. Ja, so einen leichten Blaustich. Ja. Wenn das mit Wasser in Berührung kommt. Aber wenn das dann abgewischt ist, ist es dann trocken. Wie gesagt, wichtig ist, dass man nach 2 Stunden das befeuchtet und danach halt, wie gesagt, 24 bis 48 Stunden einwirken lässt. Und danach alles mit Wasser abwischen, um die ganzen Reste zu entfernen. Und dann, wenn man dann jetzt die Grundierung oder so aufdeckt, kann man einfach mit Silikonentferner drüber und dann grundieren als nächsten Schritt. Aber das war es dann soweit zur Rostbeseitigung im Motorraum. Ja, und dann geht es nächstes Mal weiter mit weiteren Anpassungsarbeiten oder halt den Motorraum zu lackieren.